Liebe Schwestern und Brüder, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Im Märchen Die Bremer Stadtmusikanten sagt das der Esel zum Hahn. Diesen Satz können auch wir als Christen sagen, denn wir glauben daran, dass wir in Jesus Christus etwas Besseres als den Tod finden. Heute feiern wir das Osterfest. Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Natürlich werden auch weiterhin Menschen sterben. Wir werden sehr traurig darüber sein, wir werden sie vermissen. Und auch uns selbst ist ja nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde geschenkt. Wir alle werden einmal sterben. Aber wir dürfen der Osterbotschaft trauen. Denn in seiner Auferstehung hat Jesus dem Tod seine Endgültigkeit genommen. So wird der Tod zu einem Durchgangstor in ein neues Leben in der Nähe Gottes. Damals haben zuerst die Frauen, die in der Frühe zum Grab kamen, davon weitererzählt. Danach die Jünger Jesu. Und heute sollen wir Zeugen dieser Osterbotschaft sein. Lassen wir andere teilhaben an der Freude über die Auferstehung und an der großartigen Hoffnung, die uns seit Ostern geschenkt ist. Wenn andere diese Freude und diese Hoffnung an uns ablesen können, weil sie ausstrahlt, dann haben wir schon viel erreicht. Wer Jesus, der von den Toten auferstanden ist, sein Vertrauen schenkt, der findet in jedem Fall etwas Besseres als den Tod, nämlich das ewige Leben, das seit Ostern allen Menschen offen steht. Halleluja! Und so segne, behüte und beschütze euch, alle eure Familien und die Menschen, die euch am Herzen liegen, der gute, der liebende, der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen ein gesegnetes Osterfest.